Hi Leute und herzlich willkommen zu unserer MyTeam-Karriere. Und heute ist Regen in Frankreich und los geht's mit dem Rennen. Okay, und hinter uns ist George Russell und vor uns ist Yuki Tsunoda. Ja, wir sind auf dem 21. Platz und wir müssen Vollgas geben durch hier komplett. Wir sind heute mal jetzt in der dritten Runde, weil wenn es regnet, dann ist das so. Dann machen wir es immer so im Regen. Oh, und das ist auf jeden Fall da eng mit George. George, bitte nicht, Digga. George, ey. Super, mal ein Battle mit George. Hatten wir noch nie. Aber es geht hier um den letzten Platz. Es geht hier um den letzten Platz mit George. Wenn jetzt auf jeden Fall ein großes Problem gegen ihn kriegen. Und die da vorne können sich so ein bisschen absetzen. Ja, genau. Tsunoda kann sich gut absetzen. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt so ein Problem wird. Gegen George Russell. Einfach nur gut fahren, könnten wir mal so sagen. Und alles halten und knallhart kämpfen gegen George Russell, der da vor uns ist. Und er macht auch schon ein bisschen Druck da hinten. Er ist 15. an uns ran. Er schießt nämlich gut an uns ran. Sau gut. Gut, jetzt müssen wir vielleicht an Tsunoda. Wir haben schon vielleicht, glaube ich, das DRS, oder? Ah, nee, im Regen ist es ja deaktiviert. Shit. Stimmt. Und wir können George Russell gut halten. Das klappt ja gerade echt gut. Wir gucken, wir sind hier auf dem 21. Platz und gucken hier. Was für ein Gurken jetzt eigentlich gerade? Einfach gut sein jetzt. Keine großen Probleme, einfach gut sein. Okay. Und das kapieren wir so gar nicht. Russell da hinten kommt nicht so nah ran. Ah, jetzt hat er ein bisschen aufgeholt. Aber der holt nicht so viel auf. Aber eigentlich geht es ja jetzt auch rum, auf die vorderen Plätze zu schauen. Und gucken, was Tsunoda und Mazepin da vorne machen. Vielleicht können wir ja Tsunoda angreifen, wenn Mazepin ihn so ein bisschen aufhält. Gut, wir sind jetzt nah. Wir sind jetzt richtig nah dran. Können vielleicht einen Angriff probieren. Auf Yuki Tsunoda, leider noch nicht. Und es geht leider unser ERS aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Gut, es ist jetzt schon die letzte Runde in diesem Rennen. Wir müssen alles geben, um ein bisschen an Tsunoda ran zu bleiben. Und jetzt vielleicht. ERS müssen wir anzünden. Es klappt immer noch nicht. Shit. Mann. Tsunoda ist da immer noch, aber vielleicht jetzt auf dieser langen Geraden, die jetzt gleich auf uns bevorsteht, gut rauszuschleunigen, schon mal das ERS anmachen. Und dann könnte das wirklich was werden gegen Yuki Tsunoda. Ah, leider noch nicht und er ist vor uns. Schade. Wir werden ihn jetzt eh nicht mehr angreifen können. Können es aber ja nochmal probieren. Hier ist auch nochmal eine Gerade. Und ihr seht ja, wie wir kämpfen gegen Yuki Tsunoda. Ich drück voll ins Gas. Aber wir schaffen es einfach nicht, an Yuki Tsunoda vorbeizukommen. Vielleicht jetzt ja, vielleicht gleich. Das war schon mal ein bisschen besser. Und jetzt einfach gut sein. Ja, noch, klappt noch nicht ganz. Vielleicht ja hier rein. Nee, hat nicht ganz funktioniert. Pierre Gasly gewinnt wieder das Rennen, aber das ist jetzt gerade für mich egal. Und unser ERS ist aus. Und es wird kein Foto, finde ich. Oh doch, das wird ein Foto. Na, doch nicht. Knapp, aber wir zumindest hätten wir es probieren können. Auf jeden Fall besser. Ich sammle ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein.
Hier sind wir auch schon wieder. Hier in beim Rennen von Frankreich. Aber wie gut sind eigentlich die Red Bulls eigentlich? Die sind saugut. Und ey, was machen die eigentlich, die Williams? Die sind saugut. Mick Schumacher, ja, die sind gut. Der ist halt besser. Ja, wir sind zweitbester gestartet. Und George Wass, also 22. Also vom letzten Platz sind wir gestartet. Und Yuki Tsunoda, ist ein bisschen, aber wir sind einen Platz nach vorne gefallen. Weil wir ja George Wass überholen konnten. Gut, dann war es auch von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Ich muss mich jetzt hinhauen von diesem Rennen, weil das war schon ein bisschen besser als letztes Mal in Kanada. Also, danke fürs Zugucken. Lasst dem Video einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Österreich. Haut rein und ciao.